Und schon ist er unterschrieben, der Vertrag für die Nutzungsrechte von Bergbaufolgeflächen im Tagebau Jenschwalde. In Zukunft arbeitet die LEAG mit den Landwirtschaftsbetrieben Bauern AG Neißetal, der Agrargenossenschaft EG Heinersbrück und der Agrargenossenschaft Forst zusammen. Es ist die Grundlage gelegt worden für einen der größten Photovoltaikparks in Deutschland, den größten in Ostdeutschland. Und wir sind sehr, sehr zuversichtlich, in den nächsten Jahren hier die Kapazitäten zuzubauen und damit eine Grundlage zu schaffen für die Energiewende in Deutschland, die ja sehr, sehr große Zubauaktivitäten im Grünstrombereich Photovoltaik, Wind benötigt, um Versorgungssicherheit für Deutschland, für die Industrie, aber auch für den normalen Bürger gewährleisten zu können. Eine 400 Hektar große Fläche wird für den Park bebaut. Die Fläche soll danach aber auch weiter landwirtschaftlich genutzt werden können. Eine besondere Bauweise der Photovoltaikanlagen soll das ermöglichen. Die LEAG und die Firma EP New Energies haben den Plan dafür entwickelt. Es ist kein großer Eingriff in den Boden, denn wir nutzen einfach Rammprofile im kleinen Maßstab. Das ist wirklich sehr, sehr gering, was an Boden versiegelt wird im Endeffekt. Es werden auch keine großen Fundamente verwendet, weil Sie müssen sich das vorstellen, das sind Stahlprofile, auf denen dann die Module gelegt werden. Und zwischen den Modulreihen können, wie gesagt, dann Vögel und auch andere Organismen nisten, Pflanzen können wachsen. Und es wird halt nur zum Teil Maat vorgesehen. Und das ist dann aber auch in Absprache zweimal im Jahr zum Beispiel. Die Landwirte beziehen Pacht und werden finanziell an den Gewinnen beteiligt. Der Baubeginn ist für 2023 geplant. Ein Jahr später soll die Anlage auch schon grünen Strom liefern. Also rechnen Sie ungefähr bei einem Energiepark von 400 Megawatt Peak, was die Leistung wäre, haben Sie ungefähr das Volumen von der Stadt Forst, was Sie decken können, bilanziell über das Jahr gesehen. Sie haben natürlich eine Verteilung an Sondertrag, das heißt, das ist die Größenordnung, die wir da auch wirklich an grünen Strom vor Ort produzieren können. Und es ist ja immer so zu sehen, ein Baustein im Bereich des Strukturwandels und auch der Energiewende, dass Sie erstmal eine grüne Erzeugung schaffen müssen, um dann weitere Effekte und natürlich Gewerbe anzusiedeln, die darauf zurückgreifen können. Der Energiepark Borau soll die Tradition der Lausitz als Energieregion fortsetzen. Gleichzeitig wollen sich die Landwirtschaftsbetriebe mit der Vertragsunterzeichnung zukunftssicherer aufstellen. Wir haben diese Flächen, man sagt so als Landwirt, unterm Pflug seit 10 Jahren und wirtschaften dort oben und so mehr oder weniger erfolgreich. Das sind Rohböden, die man davor findet und es braucht Generationen, um solche Böden wieder, sag ich mal, in Gang zu setzen, das Bodenleben wieder herzustellen, die Humusanreicherung sicherzustellen. Und wir sind der Auffassung, dass das auch Dinge sind, die können durchaus auch unter einer Photovoltaikanlage passieren. Und wir wollen natürlich auch an der Stelle hier ein Stück weit die Wissenschaft mit ins Boot nehmen. Das ist ein Projekt, wo es sich auch lohnt, mal über neue Ansätze nachzudenken. Also auch, wie mechanisiert man solche Flächen. Und wie kann man da letztendlich auch wirklich in kleinen Strukturen trotzdem erfolgreich produzieren. Bei der LEAG und EPNE sind auch noch weitere Projekte in der Pipeline. Ein weiterer Windpark ist in Forst-Briesnick geplant. Dort sollen 17 Windkraftanlagen entstehen.